Leute und herzlich willkommen hier beim Beat mit mir, Desart. Und heute gucken wir uns weiter unseren, ich habe ihn ja Deutsch-Pop-Beat genannt. Ich habe sogar eine Idee, an wen ich den gebe. Ansonsten wird es in der nächsten Zeit sehr, sehr, sehr viel zu tun geben. Ich bin jetzt im Beat Club von Timbaland. Ich wollte Timberlake sagen. Er ist auch dabei, aber Timbaland. Und meine Fresse, gibt es da viele Anfragen. Also, das wird jetzt, ich glaube, das könnte ein Game Changer werden. Ich habe es ja ganz zufällig gemacht. Man muss sich da bewerben mit seiner Seite und so weiter. Dann wird man angenommen und so weiter. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wir werden uns demnächst mal angucken, welche Projekte interessant wären. Also, ich meine, da gibt es auch krasse Projekte wie The Kid LAROI, Cardi B und so. Also, das sind natürlich schon die High-Class-Projekte. Ich werde es mal ein bisschen kleiner versuchen. Das heißt, ich gehe mal ganz unten in die Künstler und gucke mal Künstler an, die nicht gerade eine Milliarde Streams haben und gucke mal, ob man für die was machen kann. Werdet ihr alles hier mitbekommen und wenn ihr dann irgendwann diesen Song hört, gestreamt von dem Künstler, dann wisst ihr, hier wurde er gemacht. Also ich würde sagen, wir gucken uns das Intro an und dann geht's los. So, ich bin nochmal komplett da, weil ich gerade für euch was suchen will. Und zwar, ich mache mal eine kleine Werbung hier. Es ist was Neues rausgekommen, wo ich dabei bin. Und zwar ist das der Song Heimkommen von Jonas oder Jonas. Eins von beiden. Sehr cooler Track, gefällt mir sehr gut. Wir werden ihn heute ganz kurz mal uns anhören, zumindest zum Teil. Und dann geht es auch gleich los. So, gucken wir mal, ob wir den hier finden. Ja, da ist er. Gibt sogar ein Video. Leute, wisst ihr was? Das Video habe ich noch nicht gesehen. Das heißt, wir gucken uns jetzt zusammen mal das Video an. Ich hoffe nicht, dass YouTube hier den oder Twitch den Stream sperrt. Ich weiß gar nicht, ob die ihn sperren. Wir gucken mal. Mal sehen. Lasst uns mal reinschauen. Okay. Muss das mal hier umstellen. Darf ich auch nie vergessen. Ah, okay. Also nochmal. Jetzt müsste es gehen. Ja. Und ich hab überall gesucht wegen dir. Ich war wütend, hab geflucht wegen dir. Fühlte mich allein neben dir. Mama hat's gespürt und geweint wegen mir. Du hast gesagt, dass du da bist, doch wo warst du? Rote Fenster, weiße Kerzen, graue Statuen. So viele Nächte nicht geschlafen, ich war ratlos. Sie haben mir tausendmal gesagt, du bist da, doch wo warst du? Ich hab eine Weile gebraucht, vielleicht noch immer nicht gerafft, dass man auf Tief untertaucht, bevor man richtig erwacht. Ich war schon zu lang nicht bei dir. Ich kann nicht sehen. Alles dunkel in mir. Und ich ruf, kannst du mich hören? Meine Welt, nur noch Chaos und Lärm. Ich will wieder heimkommen, heimkommen. Einfach nur noch heimkommen, heimkommen. Ich will nur zurück zu dir. Ich will wieder heimkommen, heimkommen. Einfach nur noch heimkommen, heimkommen. Zurück zu dir. Lieg in deinen Arm und du siehst, ich muss weinen. Jede Last fällt dabei ab, weil ich loslasse. Meine Angst verblasst, kann mich verletzlich zeigen. Endlich kann ich jemand sagen, was ich durchmach. Und du guckst in mich hinein, um zu fühlen, was ich mein. Viel zu lange her, dass wir uns so ansahen. Ich spüre, es gibt nichts, das du mir nicht verzeihst. Für jede einzelne Sekunde bin ich dankbar. Ich hab eine Weile gebraucht, vielleicht noch immer nicht gerafft, dass man auf Tief untertaucht, bevor man richtig erwacht. Ich war schon zu lang nicht bei dir. Ich kann nicht sehen, alles dunkel in mir. Und ich ruf, kannst du mich hören? Meine Welt, nur noch Chaos und Lärm. Ich will wieder heimkommen, heimkommen. Einfach nur noch heimkommen, heimkommen. Ich will nur zurück zu dir. Ich will wieder heimkommen, heimkommen. Einfach nur noch heimkommen, heimkommen. Ich will nur zurück zu dir.
Ja, geiler Track. Also ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gehört und freue mich auf jeden Fall mega. Ich feiere wirklich die Musik ab von Jonas oder Jonas, eins von beiden. Ich werde mal fragen demnächst. Sehr, sehr cool und ja, finde auch das Video sehr geil. Enlight hat da wieder sehr, sehr geiles Zeug gemacht. Also das heißt, alle mal raufklicken, alle mal liken und ja, holt ihn euch in eure Playlist. Da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Dann kommen wir zum Song und das ist auch eine Idee, die haben wir letztens gemacht. Ich könnte mir schon vorstellen, jetzt nicht in der Version hier, aber dass das ein Track für ihn sein könnte. Das heißt, wir werden ihn hier ein bisschen weitermachen und dann mal gucken, ob wir vielleicht da was reinkriegen. Ja, ansonsten, ich habe ja schon gesagt, es wird extrem viel demnächst gemacht, weil ich ja jetzt im Beat Club bin. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Anfragen von verschiedenen Künstlern. Ich gehe mal kurz hier an meinen Rechner, dann kann ich euch mal ein bisschen was... Ich meine, klar, die krassesten sind jetzt natürlich Cardi B. Wen haben wir noch? The Kid LAROI. Sorty kannte ich nicht. Also die meisten kenne ich auch nicht, muss ich zugeben. Da haben wir J&R Choi, Play That Boys Say, Mariah the Scientist. Also krasse, kenne ich nicht, aber krasse Leute zumindest. Ich habe die alle gegoogelt. Super M, eine K-Pop-Band. Also auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und das National Hockey Liga sucht einen Song. Dann gibt es hier noch Emily in Paris. Ich weiß nicht, ob der irgendjemand die Serie kennt. Die suchen einen Remix für die zweite Staffel für irgendwas. Also abgefahrenes Zeug. Ich werde mal ganz, ganz runter switchen, damit ich etwas finde, was jetzt nicht auf einem ultra hohen Niveau ist. Aber da wollen wir hin. Das sind die Dinge, die wir hinwollen. Und ich hoffe, ihr begleitet meinen Weg. So, ich will gar nicht mehr quatschen. Ich will hier anfangen zu bauen. Ich hatte hier eine ganz geile Idee. Hören wir uns mal an, was wir haben. So, jetzt ein bisschen was. Und hier könnte ich mir schon vorstellen, dass so ein leicht... Irgendwie so ein bisschen Conga, aber ganz, ganz leicht. Also wirklich ganz, ganz leise Congas reinkommen. Ich überlege gerade, ich glaube, ich würde da tatsächlich sogar ein Sample nehmen, also jetzt nichts einspielen. Weil da höre ich das ganz leise schon, so einen kleinen Groove reinbaut, aber noch nichts, was irgendwie zu extrem ist. Gucken wir uns mal hier diese Grooves an von Logic. Ich bin ja absoluter Fan von den Conga-Dingern hier. Ja, was brauchen wir? Bam, 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 bam. Das ist es nicht, glaube ich, aber wir probieren es trotzdem mal. Gucken wir mal. Ah, sorry. Natürlich hier. Also trotzdem, der Klang ist genau der richtige, aber ich will einen anderen Rhythmus. Ich glaube, das könnte es sein, nur wir müssen ihn ein bisschen um... Ah, jetzt vergesse ich mal hier. Ich glaube, es könnte es sein, aber wir müssen ein paar Sachen rausnehmen. Oder umswitchen. So, machen wir hier. Und zwar, ich glaube, der muss raus. Und die auch hier. Es darf nicht zu viel. Ja? Vielleicht den noch raus. Ja, das ist es. Dass es so ein kleines bisschen ruhiger wird, dass es nicht in your face irgendwie reingeht, sondern so ganz, ganz ruhige, schöne. Und das darf auch gleich nochmal gefiltert werden, ganz, ganz weit hin. Das soll nur so eine Art, da fängt etwas an. So, gucken wir mal. Weil ich habe vorhin mir den Beat angehört und dachte mir so, ah, hier muss, also die Liedlinie finde ich schon sehr geil, aber da muss noch ein bisschen mehr. Also, wartet mal, wir machen mal eine Sache und zwar lasst uns das schon gleich mal ein bisschen vormixen. Lasst uns mal den Pro-Q erstmal nehmen.
Ja, hier haben wir natürlich das Problem, ich bin wieder ohne Kopfhörer unterwegs. Ab nächstem Mal wieder dabei. Ja, hier wieder ein Low Cut. Ich glaube, der Low Cut ist der wichtigste Trick, den ich überhaupt je gelernt habe. Ja, hier so ein bisschen. Und den werden wir gleich mit den RC20 nochmal umswitchen. Also ein bisschen dreckiger machen. Wir gucken mal, ob, also nicht zu viel. Ein neues Mal ganz weg. Ja, das finde ich ganz geil. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Raum, dass das alles sich so ein bisschen schön füllt, dass es nicht so abgehackt ist. Wir probieren mal wieder mein neues Lieblingsding, und zwar die Very Nice Hall. Ja, gefällt mir. Okay, probieren wir mal aus. Ja, finde ich ganz geil. Das heißt, hier würde ich die Liedlinie würde ich eh nur im Refrain reinnehmen. Müssen mal gucken, weil ich glaube, die könnte eigentlich, lasst uns mal versuchen, ob wir die zumindest im Refrain nochmal doublen. Wir haben ja hier die Countermelodie. Die habe ich von Simon Servida gelernt. Und zwar das, wie soll ich sagen, das Geheimnis der Countermelodies. Ich werde mir demnächst auch sein Beat-Kurs nochmal angucken, weil er echt geil ist. So, und was er ganz oft macht, er holt sich zweistimmige Sachen. Und ich glaube, weil diese eine Note ist schon geil, aber vielleicht klingt es noch ein bisschen geiler. Wobei die Frage ist, ob das nicht zu hoch ist. Na, wir gucken mal. Nee. Ja, die ist schon sehr hoch. Ich glaube, wir müssen doch runter. Wo sind wir denn nochmal? Dann durch den G Major. Ja. Ich glaube, wir könnten es so machen, dass immer die ersten hier. Wir gucken das mal an. So, das passt, glaube ich. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Müssen wir mal gucken. Finde ich besser. Ist ein bisschen traurig. Müssen wir noch gucken, ob F in G Major drin ist. Ne, müsste ein Fis sein. Wenn wir in G Major noch sind, das ist auch nochmal die Frage. Ich muss mal gleich mal gucken, weil nicht, dass wir hier. Ah, wir sind gar nicht in G Major. Wir sind gar nicht in G Major. Wir haben uns Akkord Progressions geholt in. Ja, in C Moll. Okay, na gut, das ändert natürlich komplett die Sache. Wobei, das ändert gar nicht komplett die Sache, sondern. Das ändert die Sache, dass das doch ein F ist. Wir gucken mal das G E an. Besser. Ah, viel besser. Die müssen auch noch mal harmonisieren. Na, also der muss hier sein natürlich. Ja, und die müssen auch harmonisiert werden. Ja, nehmen wir noch mal das E hier. Das müsste eigentlich passen. Ah, okay, natürlich müssen wir das Ganze kopieren. Ja, passt nicht.
Die passen. Okay, gucken wir mal komplett zusammen. Hier würde ich vielleicht sogar die Linie alleine lassen. Das heißt praktisch, die kriegt im Refrain ein bisschen Power. Ansonsten, was ich hier gemacht habe, ist einfach, wir sind in C-Dur. Das bedeutet, ich habe jetzt einfach nur Noten der C-Dur-Tonleiter genommen. Also hier alle weißen Tasten logischerweise. Und einfach mal geguckt, was zusammenpasst. Ich glaube, man kann natürlich sagen, okay, man haut eine Terz drauf, man hat eine Quinte drauf und so. Ich mag das mehr hören, dass ich merke, oh, das ist das Gefühl, was ich haben will. Das bedarf natürlich ein bisschen Erfahrung, weil wenn ich jetzt irgendjemand sage, macht es nach Gefühl, wird er sagen, hab da kein Gefühl. Aber zur Not kann man immer einfach die weißen Tasten nehmen und gucken, wenn sich's gut anhört, hört sich's gut an. Und wenn sich's nicht gut anhört, ist es egal. Ja, wenn man es selbst nicht raushört, dann macht man es einfach und die Erfahrung kommt. Geht's? Ja. Ah, Hammer. Hammer. Ich bin mir noch nicht sicher hier bei den Congas, weil alleine klingen die geil, aber jetzt ist es so ein bisschen, warte mal, lass mich mal überlegen vom Refrain, was ich haben will. Ich glaube, ich will die hier vorne haben tatsächlich, also es soll sofort anfangen mit dam da da dam. Ja. Ah, ja, 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 das ist es. Also das habe ich vorhin auch gesagt, aber ich habe das Gefühl, das ist es. Weil auch hier ist es eine Art Erfahrung, dass man es in seinem Inneren hört. Und ich habe damals einen Tontechniklehrer gehabt, der war sehr interessant. Der ist mal mit dem Fahrrad zum Studio gefahren. Und er meinte, auf dem Fahrrad, das ist vor, keine Ahnung, 10 Jahren her oder sowas, auf dem Fahrrad hat er angefangen zu komponieren. Er meinte, ey, wenn ich den Bass habe und so, dann packe ich da noch eine Gitarre rein und dann kommen die. Und ich dachte mir, Alter, wie macht denn der? Ich höre in meinem Kopf genau gar nichts. Ja, und mittlerweile verstehe ich, was er meint, weil ich habe das Gefühl, wo der nächste Schlag kommen soll. So, wir gucken mal, ob mein Gefühl mich nicht trügt. Ja. Ich würde nur, das Einzige ist, ich würde jedes zweite Mal, glaube ich, verändern. Ein bisschen, also dass wir so ein zweitaktiges Pattern haben. Ich glaube, den würde ich rausnehmen. Ja, dann wirkt es so ein bisschen interessanter, obwohl ich nur einen einzigen Schlag rausnehme, merkt man, dass es groovt halt ein bisschen mehr. Ich würde den hier auch rausnehmen. Das ist der hier, also praktisch jedes zweite Mal einfach mal hier diesen Schlag rausnehmen. Jetzt habe ich natürlich komplett gut. Egal, wir machen es anders. Jetzt wäre die Idee, die Frage, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das behalte, aber ansonsten wäre die Frage, ob ich das einfach jetzt hier als Spur zusammen, bin ich mir noch nicht sicher, aber wir lassen es erstmal so. Das macht es ein bisschen mit dem Kopieren leichter. Okay, so, also haben wir. Ich glaube, es kann ganz geil klingen. Und eine Sache hatte ich noch, und zwar nicht de, sondern de, so weit. Wollte ich das nicht letztens auch schon mal machen? Mir kommt es vor, als hätte ich das schon gemacht, aber vielleicht haben wir da schon geendet. Genau, den will ich nämlich hier rausnehmen. Hier ist der doch draußen, oder? Ja, na klar. Komisch. Dann habe ich es hier wahrscheinlich irgendwie vergessen. Okay. Okay, sehr gut. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wir machen es mal wirklich typisch deutsch-Hip-Hop-mäßig. Das bedeutet, dass wir, ich weiß noch nicht wie lange, wir lassen es mal,
Wir nehmen mal hier die Hi-Hat raus. Wir nehmen nur die Hi-Hat erstmal raus. Oh, ah, ich überlege gerade, ob, ja, das nehmen wir auch raus. Und hier kommt es wieder rein. Dann haben wir hier so eine Art Bridge. Und hier würde ich überlegen, ob wir vielleicht die Akkorde einfach doppelt so lang lassen. Das werden wir uns gleich mal überlegen. Die Leadline kann erstmal weg. Genau, dann kommt das Ganze hier wieder rein. Genau. Dann haben wir hier den Pre-Chorus. Was ist das hier gerade? Ach, das war unsere Geige, glaube ich. Ah, die werden wir jetzt nicht mehr brauchen. Wobei, vielleicht im Pre-Chorus, vielleicht können wir sie da nochmal brauchen. So, das heißt praktisch, das packen wir jetzt alles rüber. Das packen wir hier alles rüber, weil das ist dann der Chorus. Ja, also wie gesagt, ein guter Standard. Und ich muss auch sagen, die meisten Beats, das meiste Zeug funktioniert halt aus dem Standard. Nur das hinzukriegen, den Standard geil zu verpacken immer wieder, das ist halt wirklich das Geheimnis. Und das ist gar nicht mal so leicht. Man denkt immer so, ja, gar kein Problem. Aber genau nicht zu viel machen und nicht zu wenig, das ist halt das Ding. So, ich würde jetzt überlegen, ob wir die vielleicht einfach doppelt so lang lassen. Ich überlege nur, welche Akkorde gerade. Wir lassen uns mal, mit denen hier arbeiten. Das ist, glaube ich, das Klavier. Ja, ich würde sagen, wir probieren das mal. Einfach hier, den lassen wir doppelt so lang. Und jetzt muss ich mal gucken. Und wir machen mal den letzten. Also praktisch, wir haben den ersten Akkord und den letzten. Wir lassen die Mitte raus. Okay, gucken wir mal, ob das einen Sinn macht. Ich würde es gerne sehr ruhig machen. Also praktisch ganz, ganz ruhig. Und dann geht das hoch. Vielleicht sogar mit einem Riser. Ganz leicht. Riser. Ja, da muss natürlich was kommen, also was noch dazwischen. Da gucken wir uns gleich nochmal an, ob wir vielleicht was im Arcade finden. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Also so ein, ich weiß nicht, ob das von der Länge her passt, aber auf jeden Fall ein Riser. Machen wir erstmal den Riser rein. So, gucken wir mal, wo wir den reinpacken. So, Riser. So, und das muss natürlich ein sehr, sehr weicher Riser sein. Ich muss euch sagen, ich muss auch demnächst mal wieder mir reinziehen, wie man weiche Riser macht. Machen wir mal Pop. Vielleicht gibt es ja Pop-Riser. Also nicht so übertrieben, ne? Ich glaube, der könnte sogar passen, weil das ist nicht so ein übelster Psycho-Riser, sondern echt ein ganz schönes. Ja, und wie lang. Und er ist sogar eigentlich von der Länge gar nicht so verkehrt, wie wir ihn brauchen. Dann lasst uns mal den probieren. Da kommen trotzdem noch ein paar Sachen rein, aber dann nehmen wir uns gleich mal den Valhalla. Ein bisschen hier. So, ein bisschen leiser. Ja, ist noch nicht das, so wie es sein soll, aber es wird. Okay, dann lasst uns mal im Arcade irgendwas suchen, was irgendwie so ein bisschen, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Thank you.
einfach, das kam ein bisschen krass, aber ist auch geil. Probieren wir es mal. Ist eine nette Idee. Das könnte man probieren. Machen wir ab hier. Finde ich gar nicht so verkehrt. Wir probieren es einfach mal aus. Müsste ein bisschen ganz weit unten. Okay, probieren wir mal. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass der gar nicht so schlecht wirkt, wenn der halt richtig schön im Hintergrund ist und ganz, ganz leise und noch ein bisschen delayed und. Wir gucken mal, ob es hier was Cooles gibt von den Effekten. Filter. Okay, ist zu krass. Ah, nee, doch nicht. Doch nicht. Ich habe sogar eine Idee. Vielleicht ganz geil kommen. Probieren wir die mal aus. Ups. Falscher Part. Na, komm schon. Ah, leider ist der... Der passt nicht vom Tuning, aber vielleicht kriegen wir das hin. Machen wir einfach zweimal denselben. Vielleicht passt das ja. Gucken wir mal. Ich glaube aber, der Tiefe, der gefällt mir nicht. Der hohe, den finde ich ein bisschen geiler. Gucken wir mal, den müssen wir jetzt ein bisschen zurückstellen. Bin mir nicht sicher. Und entweder ein Hell yeah oder No. Also ist das No. Ich glaube, bei Drip werden wir nicht fündig, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir gucken mal ein bisschen weiter. Ein bisschen zu schnell. Ja, da könnte. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Wir gucken uns mal. Ah, das ist sehr geil. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Auch die Änderung am Ende ist sehr geil. Das nehmen wir auf jeden Fall rein. Achso, zweimal. Machen wir das mal bis hierhin. Dann machen wir noch einer.
Und das noch mit ein bisschen mehr Ambience. Dann, weil das gibt uns so ein kleines bisschen Rhythmus nach vorne, ohne komplett runter zu gehen. So, guck mal. Und den könnte man eigentlich weiterlaufen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass der ganz geil klingt. Aber der muss natürlich noch ein bisschen weiter hinten. Und ein bisschen mit dem Pro Cube arbeiten. Finde ich sehr geil. Und das Element kommt dann nur. Das darf nur nicht zu in your face sein. Das heißt, das müssen wir so ein bisschen gucken, dass das schön, so dass man das gar nicht so wirklich merkt, dass dieser, dass das Ding rein. Und das ist manchmal schwierig, weil ansonsten haben wir nämlich dieses in your face, so, ey, hier ist mein Synthi, die Synthi-Parade. Und das habe ich gelernt, ist nicht gut. Das heißt, was wir hier probieren, ich überlege gerade den, vielleicht nehmen wir mal den Penman und lassen das so ein bisschen noch rüber schwingen. Jetzt hat er mir irgendwie wieder alles umgehauen. Dann lassen wir jetzt mal nur kurz mit dem Valhalla laufen. Okay, dann machen wir es anders. Dann packen wir es einfach in die Saiten mit dem Imager, mit dem S1. Ich hoffe, der ist hier dabei jetzt. Ja, das ist er. Machen wir jetzt mal Hard Panning und dann machen wir noch eine Sache und zwar den Valhalla packen wir noch ein bisschen mehr drauf. Ja, das passt. Okay. Da sind noch ein paar Sachen, die müssen noch rein. Also das ist mir noch nicht genug. Ist mir noch nicht genug, ehrlich gesagt. Das klingt schon mal ganz gut. So, gucken wir nochmal von vorne an, wie das Ganze zusammenläuft hier. Oder vielleicht lassen wir doch die Congas hier weiterlaufen. Vielleicht sogar Simplon. Wir gucken mal. Da fehlt uns noch eine Gitarre. Ich dachte mir schon, warte mal, da fehlt doch was. Ah, okay, das könnte nochmal den Ausschlag geben, weil die soll natürlich hier mit. Natürlich hat der hier irgendwo wieder, mal gucken, das sind glaube ich die Trigger, die müssen natürlich raus. Gucken wir mal, wie es jetzt aussieht.
gesagt, ob wir die Congas hier ein bisschen synchronisieren. Ob das cool klingt, wenn die einfach in so einem, naja, Lo-Fi-artige Art weitergehen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Gucken wir mal. So, holen wir uns mal. Wir holen uns mal ein Preset. Und zwar hier das EQ und wo haben wir es? Megaphone war es nicht. Filter Notch. Genau, da ist er. Ja. Und vielleicht, was ich ja mag, ist der Heartbeat. Vielleicht machen wir den auch hier bei der Kick rein. Und zwar hier, wir gucken mal. Okay, gucken wir mal, ob das irgendwie cool klingt. Der Übergang ist noch nicht so ganz hundertprozentig so, wie ich ihn haben will, aber ich glaube, die Kick müsste auch hier noch ein bisschen weicher. Die darf auch so ein, da haben wir auch noch nichts gemacht, aber trotzdem so in der, ich will jetzt mal so in der Richtung. Okay, sehr cool. Was wir hier probieren könnten, wäre an der zweiten Stelle noch mal ein kleines bisschen was reinmachen. Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir die Gitarre hier, wir probieren es einfach mal aus, noch mal kopieren, Timeless raus und mal gucken, irgendwie so ein cooles Pattern zu spielen. Wir haben ja die Nylon-Gitarre, wobei ich finde ehrlich gesagt die Samba ist immer ein bisschen geiler, ehrlich gesagt. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie was Cooles finden. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. So, dann müssen wir erstmal gucken, was für Akkorde wir hier hatten. Ein F. Was ist das hier? A. Okay, den können wir nicht benutzen. Also benutzen wir wahrscheinlich die Basstöne hier. Mit dem Klavier. Ja, nee. Ich habe leider noch nicht so viel mit dem Ding hier gearbeitet, dass ich genau wüsste, was man hier ändern könnte. Autochords C Major. Ja? Also Ibiza sieht schon mal sehr, wir gucken mal Rockballade, wobei ich glaube, das war immer ein bisschen mehr härter, oder? Das ist ein bisschen zu viel. Gucken wir mal hier noch, Dark. Nicht schon. Nee, das ist ein bisschen zu hart.
Wir haben ja noch den R&B Classics. Guck mal. Ah, nee, das ist zu. Also, es soll schon mehr Balladesk sein. Also, ich habe das Gefühl, Rockballer, Toolbox, Crescendo. Ah, Sweet Love. Das klingt gut. Bin ich zwischen dem Sweet Love C und D bin ich jetzt sehr, sehr hin und her gerissen. Wir probieren es mal aus. Also wir lassen es mal hier einfach mal ein bisschen lauter laufen, wenn der reinkommt. Gefällt mir unglaublich gut. Wir probieren mal trotzdem noch mal den Geraden aus. Boah, ganz, ganz schwierig. Ganz schwierige Sache, weil mir beide unglaublich gut gefallen. Das eine hat so ein bisschen was Treibenderes, aber nicht zu krass. Und das andere ist halt ein bisschen mehr slower. Oder können wir es probieren, hier den zu nehmen und vielleicht in dem Part den anderen? Wir probieren das mal. So, welchen hatten wir hier? Also, ja, ich kann mich noch nicht mal entscheiden, welcher wo ist, weil die einfach wirklich beide sehr, sehr geil klingen. Also D1 und D1 war der normale. D1. Und dann haben wir hier den Dis 1. Probieren wir mal. Vielleicht passt es ja auch richtig geil, wenn sich die Gitarre so ein bisschen ändert. Und dann natürlich haben wir hier. Aber das könnte der Game Changer für die Bridge sein. Okay, gucken wir mal. Ich tausche die mal aus, ich probiere die mal auszutauschen, weil hier ist natürlich das ein bisschen sehr krass, wenn es so ein bisschen zu extrem ist mit dem Rhythmus. Ich glaube, der Rhythmus hat hier in dem Part ein bisschen besser gepasst. Wir gucken nochmal. Hier vielleicht trotzdem. Ja, also ich habe das Gefühl, dass das ein richtig, richtig geiler Beat wird. Ich bin jetzt sehr, sehr beruhigt von dem Beat. Ich werde gleich noch mal ein bisschen ein paar Instagram-Sachen machen für euch, dass ihr den auch noch mal da habt. Und ja, dann würde ich sagen, abonniert auf YouTube, bleibt weiter dabei. Wir werden in nächster Zeit, wie gesagt, vom Beat Club sehr, sehr viel machen. Das ist eine ganz andere Arbeit, weil ich habe mir die Sachen mal reingezogen. Und das ist, man merkt schon, es ist was anderes als der deutsche Markt. Und der deutsche Markt ist anders als dieser internationale Markt. Also wird sehr, sehr interessant, die Reise. Ich wünsche euch einen mega geilen Tag und wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen wieder. Wir gucken mal. Wochenende wollte ich auf jeden Fall noch mal eine Session machen. Bis dann.